Yeah, Buddy, was geht ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Powerwort TV. Mein Name ist Powerwort und ihr habt mir mal wieder richtig viele Fragen zugesandt. Ich habe inzwischen, hunderte von Mails, also ich habe auf jeden Fall mehr als 100 Folgen, die ich machen kann mit Frag den Powerwort. Und ich habe hier eine Nachricht, die mir extrem ans Herz gegangen ist. Und das ist eine der, der neueren kann ich nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall darunter noch über 100 alte. Aber ich habe mir die Nachrichten mal so schnell überflogen und ich muss tatsächlich sagen, diese Nachricht war richtig krass, hat mich wirklich emotional berührt. Und hier hat mir auf jeden Fall jemand geschrieben, der definitiv Hilfe braucht. Nicht nur meine Hilfe, sondern auch eure Hilfe. Ihr diskutiert also am besten wieder ein bisschen in den Kommentaren, was man in so einer Situation machen kann. Ich lese euch jetzt erstmal die Nachricht vor und dann erzähle ich mal, was ich mir für Gedanken dazu gemacht habe. Ich habe mir natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert. Also ich werde gleich ein bisschen meinen Senf dazugeben, aber erstmal natürlich die traurige Nachricht. Mein Vater schlägt mich. Das tut er immer öfter und meine Mutter steht nur daneben und tut nichts. Das Einzige, was sie tut, ist nach 10 Minuten zu mir kommen und versuchen, mich zu beruhigen, damit ich nicht die Polizei rufe. Er tut das natürlich nicht nur zum Spaß. Nein, er sucht vorher immer noch einen Grund. Der Grund, weshalb er mich gerade eben geschlagen hat, ist, dass ich das Besteck falsch herum in den Geschirrspüler gesteckt habe. Er macht das schon, seit ich denken kann, und ich habe auch viele blaue Flecke dank ihm. In der Schule erzähle ich immer, dass ich hingefallen bin oder dass ich mich gestoßen habe. Meine beste Freundin glaubt mir die Geschichten fast schon nicht mehr. Er schlägt mich mittlerweile nicht nur, er spuckt mir auch ins Gesicht oder beschimpft mich. Ich versuche mich zu wehren, aber ich bin nicht stark genug, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe auch schon an Suizid gedacht, weil ich nur noch Angst habe und hier weg will. Bitte hilf mir, ich weiß nicht mehr weiter. Ich werde versuchen, so gut wie möglich dir zu helfen. Ich will gleich hier vorne weg sagen, falls jetzt diese Videobotschaft für dich nicht reicht, bitte schreib mich bei Facebook an, Powerwort TV bei Facebook. Das gilt natürlich auch für alle anderen, die sagen, ich habe ein Problem, mit dem ich gar nicht klarkomme. Ich habe niemanden, mit dem ich sprechen kann. Ich bin für euch da. Leute, das meine ich nicht nur so einfach in die Kamera. Es ist wirklich so, die, mit denen ich schreibe, denen ich vielleicht auch schon ein bisschen helfen konnte oder zumindest für die ich ein offenes Ohr hatte, die wissen auf jeden Fall, dass es so ist. Und es wäre cool, wenn sich viele auf jeden Fall hier auch in den Kommentaren zu Wort melden, um hier diesen jungen Mann oder ich glaube, es ist ein junger Mann, den zu unterstützen, denn das Thema ist mega krass. Erst einmal, es tut mir übelst leid, dass du so einen Vater hast. Wirklich, das ist traurig. Das sind Menschen, die selber irgendwelche Selbstzweifel haben und die dadurch kompensieren, dass sie alle in ihrem Umfeld am besten niederschlagen, so wie es ja in deinem Fall leider ist, niederschlagen, damit die Leute Angst vor denen haben, und diese Angst verbinden die dann mit Respekt. Also dein Vater denkt eigentlich, du hast mega Respekt vor ihm und du musst mega Respekt vor ihm haben. Und das Ding ist aber, er hat sich diesen Respekt gar nicht verdient. Problem ist natürlich, du schreibst hier selber, du bist nicht stark genug. Also, wie gesagt, entweder wir kontaktieren uns natürlich gerne auch über Facebook, aber jetzt erstmal alle Infos, die ich dazu gesammelt habe. Zuallererst ist es so, du kannst jetzt nicht einfach aus dem Affekt heraus irgendwas machen. Also du kannst weder zu deiner Mutter gehen, so, das haben wir ja schon mitbekommen, die beschwichtigt dich, da darfst du deiner Mutter auch nicht unbedingt so böse sein, weil sie lebt mit diesem Mann schon länger zusammen als du. Sie kennt das Ganze also, sie ist schon in dieser Situation so verwachsen, auch von ihrem ganzen Leben, vom Charakter, dass es für sie eigentlich fast unmöglich ist, da rauszukommen, wenn es zumindest so ist, wie du sagst, dass es schon so ist, seit du denken kannst, also seit ewig langer Zeit. Dass er dich dann auch noch anspuckt, ist mega krass. Das ist eine Respektlosigkeit, also sowas von der Familie, die man eigentlich lieb hat, die man beschützen will, das ist sowieso ein No-Go, was hier alles steht. Also ich werde dir auf jeden Fall helfen. Wir machen das gemeinsam mit der Unterstützung der Community. Und die Sache ist jetzt die, also du kannst nicht einfach irgendwas aus dem Affekt machen, weil du bist jung. Ich weiß jetzt hier in der E-Mail nicht, wie alt du bist. Bist du vielleicht so alt, dass du schon einen Job machen kannst? Bist du vielleicht so alt, dass du einen Nebenjob machen kannst? Oder kannst du gar nichts machen? Also wenn du unter 14 bist, glaube ich, kannst du noch gar keinen Job machen. Das Ding ist folgendes, es gibt Einrichtungen, die dir helfen. Ich würde auf jeden Fall mal googeln, ich habe es selbst gemacht und da gibt es sowas. Google einfach mal, was tue ich, wenn ich geschlagen werde? Anonyme Hilfe für Opfer. Und dann, es ist wirklich anonym, das ist krass. Ich habe mich selber schon mal für jemanden bei so einer Stelle gemeldet. Wenn du irgendwo anrufst, du musst deinen Namen nicht sagen, das reicht ja, wenn du deinen Vornamen sagst, habe ich gesagt, hey, ich bin Tomek,
Und ich habe folgendes Problem, ein Kumpel von mir. Und die meisten Leute erzählen doch sowieso, es ist ein Kumpel von denen. Die denken sich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich bist du es selber, aber traust dich nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also auf jeden Fall habe ich gesagt, hey, es ist ein Kumpel von mir. Und die haben sich das Ganze angehört. Und danach haben sie natürlich versucht, mir zu helfen. Und das sind Leute, die sind wirklich professionell. Und wenn es dir bei der ersten anonymen Stelle nicht reicht, du musst auch gucken, natürlich, dass die kostenlos ist. Also am besten kostenlose, anonyme Hilfe für Opfer. So habe ich das auch eingegeben und du findest auf jeden Fall was. Und wenn, dann rufst du einfach von deinem Handy an oder von dem Handy eines Freundes oder Telefonzellen gibt es eigentlich nicht mehr viele. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wie du anrufst, ohne dass dein Vater das mitbekommt. Und du musst dich gut informieren. Und du musst auch deine folgenden Taten gut planen. Das ist wichtig, denn für mich ist hier eine Konsequenz auf keinen Fall Suizid. Dass du hier schreibst, dass du Hilfe suchst, das heißt schon mal, du hast die Kraft, was zu verändern. Nur du brauchst jetzt noch vielleicht den richtigen Anstoß. Und diesen Anstoß möchte ich dir hier gemeinsam mit allen Leuten aus der Geilo Family geben. Und ich denke, dass auch alle auf jeden Fall dahinter dir stehen. Und wir stehen, ach, ich denke, ich weiß, dass wir alle hinter dir stehen. Und wir werden hier versuchen, dir zu helfen. Also, wir stehen hinter dir, du bist nicht allein. Du hast bereits hier den ersten Schritt gemacht. Also darauf, du darfst das nicht unterschätzen. Du hast jetzt wirklich das Problem erkannt. Okay, klar, das erkennt man leicht. Aber du hast jetzt daraus deine Konsequenz gezogen. Du hattest daraus Suizidgedanken. Ich finde es super, dass du nichts gemacht hast, was dir selber schadet, weil du bist echt das Einzige, das Allerwertvollste zumindest, was du hast, ist dein Leben. Und das bist du und die Power, die in dir steckt. Und glaub mir, wenn du irgendwann aus der Situation raus bist, du wirst noch ein ganz, ganz toller Mensch. Vor allen Dingen, wenn du dich dadurch nicht zerstören lässt. Ganz, ganz wichtig. Also, Schritte ganz genau planen, die jetzt folgen. Du musst auf jeden Fall versuchen, stark zu bleiben. Von der Psyche, ich weiß, das ist mega, mega schwer. Aber es gibt zweierlei Menschen. Es gibt Menschen, die gehen daran kaputt. Und es gibt Menschen, die lernen daraus. Und also die, die daran kaputt gehen, so, da gibt es Selbstmord, die schlagen später selber ihre Kinder, die werden nie ein zufriedenes Leben haben, flüchten sich in Alkohol, sowas. Das sind Menschen, die daran kaputt gehen. Menschen, die daraus lernen, sind die, die zwar jetzt, natürlich hast du eine beschissene Zeit, aber wenn du da raus bist, dann wirst du sagen, hey, meinen Kindern tue ich sowas niemals an. Mit der Familie oder mit meinem Vater Kontakt weg. Also wenn du, wenn dein Charakter stark genug ist und dass du hier geschrieben hast, das zeugt schon mal von Stärke. Also auf jeden Fall hast du die Möglichkeit, als gesunder Mensch, als starker Mensch da rauszugehen, auch wenn es ein paar Jahre dauert. Aber jetzt komme ich zu dem anderen Punkt. Die Schritte richtig planen. Auf jeden Fall dich informieren. Das ist wichtig, denn also wenn du sagst Suizid, du hast nur noch Angst, das ist kein Leben. Du musst da weg. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich kenne nicht den ganzen Rahmen, aber wenn das nur so ist, dann ist das meine Meinung. Dort kann man nicht glücklich leben und du schreibst es ja auch eigentlich. Also informier dich vernünftig. Suche weg heißt aber nicht einfach weglaufen, sondern es gibt wirklich Anlaufstellen. Jugendämter, es gibt Kinderhäuser, es gibt Kinderhilfen, es gibt Sozialarbeiter, also es gibt genug Menschen und es gibt genug verschiedene Berufe und jeder einzelne davon, sogar wenn er selber nicht den richtigen Weg kennt, dann wird er dich weiterleiten können an jemanden, der es kann. Du hast jetzt versucht, hier über mich den Kontakt herzustellen, den Kontakt, um etwas zu verändern. Ich gebe dir jetzt den Anstoß und ich hoffe, dass die Leute in den Kommentaren dir die nächsten Anstöße geben, dich jetzt bei anderen Stellen zu informieren, den Mut zu fassen, woanders nochmal zu sprechen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du vor den Leuten weinst, es ist nicht schlimm, wenn du Emotionen zeigst. Du musst jetzt dein Leben verändern und alles nochmal auf diese Karte setzen. Jeder Tag ist schwierig, aber jeder Tag kann dich hier einen Schritt nach vorne bringen. Du musst jetzt versuchen, jeden Tag neue Infos zu sammeln, neue Möglichkeiten, dein Leben zu verändern und natürlich dann nicht darauf warten, dass sich was verändert, sondern aktiv werden, dass etwas passiert. Denn nur du kannst etwas verändern. Und du hast mir hier geschrieben und das heißt, du willst was verändern und du wirst was verändern. Denn du bist schon mal an mich getreten, du bist an die Community getreten und es wird, ich hoffe es,
Und damit will ich wirklich, dass die Leute aktiv werden. Es wird Kommentare regnen, die dich positiv in eine positive Richtung bringen werden und die dein Leben positiv verändern werden. Denn dafür sind wir da. Wir sind die Geilo Family und Geilo heißt nicht einfach nur immer cool drauf, sondern wir wollen, dass alle ein cooles, ein vorbildliches Leben, einen tollen Charakter und einen gesunden Menschenverstand, eine gesunde Persönlichkeit entwickeln. Und das werden wir hinkriegen. Und wenn du noch Fragen hast, ich habe die Möglichkeit, auch einen Kontakt anzurufen. Das würde ich natürlich in der Instanz machen, wenn du sagst, du kommst gar nicht mehr weiter, aber probier es auf jeden Fall. Ich habe selber noch einen Kontakt, bin mit einer Hilfsorganisation in Kontakt, die ich auf jeden Fall im Zweifelsfall kontaktieren könnte, um natürlich hier zu helfen, um zumindest herauszufinden, was man weitermachen kann. Aber das Wichtige ist, jetzt nicht im Affekt zu viel machen oder irgendwas überstürzen, nicht weglaufen und unter der Brücke landen und dann irgendwann, das sage ich ja, dann irgendwann kaputt nur noch, zum Beispiel nur noch Alkohol trinken, weil du dir auch sowieso nichts leisten kannst als ein 50-Cent-Bier. Und dann wirst du nicht glücklich aus der Sache rausgehen. Dann würde ich das verfolgen. Wenn du jetzt aber deine Stärke zusammen, deine ganzen inneren Kräfte zusammentrommelst und deine Stärke findest und du hast schon einen Teil davon gefunden, finde den Rest, informiere dich, plane alles und dann schau. Schau, denn diese Menschen werden dir helfen, was du machen kannst und dann schau, welche Option, die dir offenbaren, welche Option hier die beste ist. Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Vielleicht gibt es keine. Vielleicht musst du da weg, aber wirst du deinen Vater vermissen, wenn er wirklich so ist. Du wirst ihn nicht vermissen. Mit deiner Mutter oder mit den Leuten, die dir nahestehen, die du gut findest, die dir gut tun, mit denen kannst du natürlich gerne in Kontakt bleiben. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen helfen. Sammel deine Power. Junge, du hast diese Power. Du hast es bewiesen. Du hast hier das erste Mal geschrieben. Und ein Appell an alle, die zuschauen. Versucht vielleicht selber mal schnell ein Stichwort zu googeln zu diesem Thema. Schreibt in die Kommentare, was man machen kann. Ich bin euer Powerwort. Wir sind die geile Family und wir sind füreinander da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, das Ganze hilft. Ciao, ciao.